Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann im Projekt Alexis Lohnunternehmer. Wir haben das Dreschen abgeschlossen und auch die Mission. Das Ganze habe ich schon abgegeben. Ist ein bisschen Geld dann in die Kasse gekommen, natürlich. Das, was wir zuerst machen müssen, ist eine Rechnung schreiben für das Feld 10. Genau. Nur für die Aufgabe ernten Getreide hinzufügen. So, dann kommen jetzt zusätzliche Kosten. Anzahl 1, zusätzliche Text, Mietkosten. Ich kalkuliere das jetzt mal eben kurz zusammen. 4.500 und dann 33 plus 38 sind 60, sind 71. Hinzufügen. Mietstunden. Pro Mietstunde haben wir 4 Mietstunden gehabt. Und pro Mietstunde 1333. Das wird hinzugefügt und dann sind wir natürlich abgefahren. Dreimal. Ach, 3000. Sonst noch irgendwas? Nein, 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 nein. Das ist alles gut. Und dann stellen wir die Rechnung. Zack. So, und weil es so schön ist, werden wir jetzt natürlich gleich wieder weitermachen mit Feld 10. Also, Feld 10, ja, ne? Feld 10 hat nämlich noch gar keinen Autodrive-Punkt. Feld 9 hat einen. Feld 10 aber nicht. Das heißt, wir werden mit dem mal eben zu Feld 14 fahren. Und dann gucken wir hier bei uns schnell kurz nach. Ach, guck mal, ich muss mal eben noch das gemietete Gerät wegbringen. Das ist natürlich Versäumnis pur. So, einsteigen. Diesel und die ganzen anderen Geschichten, die rechnen wir das nächste Mal dann ein. Aber wir müssen ja vorm Winter, also wir haben jetzt November, vorm Winter müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen, dass wir das Feld 10 vorbereiten. So, Mäusi ist auch sauber. Getankt habe ich ihn schon. Den brauchen wir sowieso, den werden wir nur tanken. Der ist auch angekommen, das ist schon cool, dann können wir nämlich gleich übernehmen. Wir schauen einfach noch mal kurz, ob es einen Vertrag noch zu erfüllen ist. Es gibt Ernten, aber Ernten ist schwierig. Du hast jetzt nämlich noch Zeit laut Kalender. Wo ist der? Laut Kalender kannst du jetzt noch Rüben, Kartoffeln, Sonnenblumen und Mais ernten.
finde das irgendwie komisch, wie lange das dauert mit der Brücke. Ja, weiß ich jetzt nicht. Natürlich immer so eine Sache mit den Kursen. Das muss ja auch ein bisschen einigermaßen human ablaufen. Das Feld 10 so machen, dass er einmal im Kreis fährt. Warum nicht? Mal gucken, wir fangen hier an mit Aufnahme. Ich meine, ist ja sowieso so, dass wir nicht runterfahren wollen vom Feld, ne? Dann setzen wir hier Feld 10. Zack. Achso, ne, warte mal. Du kriegst hier einen Punkt, zwei Punkt. So, und dann löschen wir jeden zweiten wieder raus. Na gut, der fährt die Kurve dann auch nur schneller, ne? Aber so finde ich das ganz schön. Feld 10. Ups. Mal Rekord aus. Ich hab's auch echt, ne? Mit Rekord an und Rekord aus. In letzter Zeit. Wir haben ja noch einen Dünger am Shop. Und darum müssen wir uns nochmal eben kurz kümmern. Den dahin kriegt Gen zum Shop. Wir haben ja schon eine Wachstumsstufe. Von unserer Gerste. Wo ist denn eigentlich der Grober geblieben? Ach, da. Der Dünger ist ja zumindest schon bezahlt. Und für die 10 brauchen wir ein kleines bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie sich das verhält mit den Missionen. Deswegen nehme ich auch eigentlich keine an. Das ist auch so ein Grundgedanke. Wie sich das mit den Missionen verhält, wenn man, ich sage jetzt einfach mal, im November anfängt und dann kommt Dezember und dann hast du noch Missionen. Ob er das dann speichert? Also wisst ihr, wie ich das meine? Ohne dass das kaputt geht. Das ist meine Befürchtung. Also dass das dann Missionen verkackt. Auf Deutsch gesagt.
siehst du wohl. Der Vario ist auch gleich da. Dann kann es hier auch weitergehen. Vielleicht lasse ich Feldbearbeitungsgeräte einfach draußen stehen und alles das, was fahrbar ist, in die Halle. Auf jeden Fall muss ich die Sämaschine nochmal waschen. Das geht ja so gar nicht. Wollen wir auch nicht. Schön sorgfältig und sauber. Klack. So. Den Trecker stellen wir dann in die Halle. Den können wir jetzt erstmal nicht gebrauchen. Und natürlich wie immer, Vorgewände vorbereiten. Immer schön ein Rundchen rum. Auch die ganzen Ecken mitnehmen. Weil auch wenn du scharf einstellst, nimmt er nicht alles mit. Das soll ja ein sauberes Ergebnis am Schluss da sein. Ja, und hier muss man dann halt richtig ausflügen. Das wird ja ein Spaß. Hier kann man gleich so aus der Mitte raus und zugleich so zwei, dreimal hin und her fahren. Dann sind hier die Kanten nämlich weg. Cosplay mag nicht so gerne Kanten. Ja, zum Winter hin gibt es immer weniger zu arbeiten hier. Ne? Das ist so. Das ist auch natürlich der Länge der Folge geschuldet. Weniger zu tun gibt auch weniger Folgen. Nee. Weniger zu tun gibt kürzere Folgen, so ist das. Ach, der ist schon aus dem Vorgewände raus. Mhm. Stimmt, der sollte ja nur eins machen. Richtig.
Den Bohrfortschritt für die Brücke sieht man, glaube ich, nirgendwo. Bin mir da aber nicht sicher. Das zeigen die auch nicht an, ne? Wenn ich jetzt aussteige. Da war was. Baustelle abbauen. Handgeräte, nee. Nee, das ist nicht für mich. Sehen Sie, dann haben wir nämlich das Vorgewende auch schon geschafft. Dann kann der nämlich auch starten. Hier an der Ecke ist das natürlich auch so, dass er das dann doppelt ist. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber es könnte sein, dass wir uns das nächste Mal sehen, wenn März ist. Ich muss natürlich gucken, wie viel Arbeit denn hier noch so anliegt. Aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal Winter machen. Wenn ich mich nicht täusche. Das meinte ich in der vorletzten Folge, glaube ich, war das, wo wir Feld 8 gemacht haben. Dieses diagonal in die Ecke fliegen so. Machen so. Und dann machen wir nämlich bis hier. Und dann da nix. Dann bleiben nämlich diese Kanten oder Aussetzer, nennen wir es Aussetzer, die bleiben dann einfach weg. Verschont. So. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und du willst wissen, wie es weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist. Wenn es heißt Dinge mit Axe von meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Axe sagt tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao.